Es gibt kein Zurück mehr. Ich verstehe nicht. Die Terraner werden mir das, was ich hier tue, niemals verzeihen. Selbst wenn meine Rückverwandlung ihre Angst vor mir gelindert hat. Nun, ich habe ihnen neue Gründe gegeben, mich zu fürchten. Aber ich werde nicht darauf warten, dass sie zu mir kommen. Ich werde zuerst zuschlagen. Unser Leviathan ist in der Lage, uns auf deinen Befehl hin zu einem anderen Planeten zu bringen. Gut. Das mit dem anderen Planeten werden wir natürlich gleich sofort machen. Ja, wir werden uns erst nochmal mit Sagara und den Rest unterhalten. Ich bin so mächtig. Ich fühle mich, als könnte ich dir jetzt gefährlich werden. Hör mir gut zu, Sagara. Irgendwann führst vielleicht du den Schwarm. Wenn du glaubst, die Zeit dafür sei reif, versuche es nur. Aber unser nächster Kampf geht auf Leben und Tod. Alles oder nichts. Ich werde dir dienen und von dir lernen. Und vielleicht werde ich eines Tages den Schwarm führen. Aber nicht heute. Und was habe ich dir beigebracht? Weitsicht, meine Königin. Du hast mich Weitsicht gelehrt. Der Schwarm ist mächtig. Aber Macht allein genügt nicht, um ihn anzuführen. Ich habe Warfield nicht durch Masse oder Stärke geschlagen. Ich habe das große Ganze gesehen. Er nicht. Ich werde es mir merken, meine Königin. Ja, welches große und ganze? Keine Ahnung. Ja, noch mit Isha unterhalten. Ja, gehört wieder uns. Unsere Feinde tun gut daran, uns zu fürchten. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind zahllos, wir sind unnachgiebig und wir entwickeln uns stetig weiter. Außerdem sind wir hier auf Char fertig. Ich lege unser nächstes Ziel bald fest. Jo, das nächste Ziel tun wir dann gleich festlegen, aber jetzt erstmal zur Evolutionsgrube. Ich denke mal, Abatur wird irgendwas zu labern haben. Upgrades können wir hier aktuell nicht machen. Wobei ich nochmal hier kurz kontrollieren möchte, was es hier gibt. Bewegungsgeschwindigkeit. Ach egal, wir lassen das einfach hier auf dem Panzer und werden beim Berst legen. Ja, Flächenschaden, das passt schon. So, okay. Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Erinnerungen unwichtig. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in dem Kokon einwickelten. Schwach und weich, Knochen gebrochen, Fleisch zerfetzt, dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist, sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Jo, unverständlich, das kommt öfters hervor. Wir hätten hier sogar noch eine Evolutionsmission, nicht schlecht. Die machen wir gleich, wenn wir mal gucken, was bei Kerrigan noch so... Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen. Ja, oder sie wird wir nicht gleich. Aktiviert. Zergling Wiedergeburt, was hatten wir denn hier? Verbesserte Overlords. Overlords werden augenblicklich erschaffen und gewährleisten 50% mehr Versorgung. Getötete Zerglinge werden... wir nehmen das hier. So, später kommt dann hier noch eine dritte Spalte hinzu, wobei das noch, ja, noch ein weiter Weg ist. Ja, eine Evolutionsgrube machen wir jetzt gleich die Evolutionsmission. Berstling-Gattung bereit für Anpassung. Kreatur ah, okay, mit mächtiger Essenz entdeckt. Gute Anpassung für Berstling. Kreatur besiegen. Essenz assimilieren. Okay, neue Gattung erschaffen. Ja, und los geht's. So, manchmal könnte man StarCraft echt in die Mülltonne hauen, wenn es nicht reagiert. So, zum zweiten Mal in diese Mission. Mythos Garabeus. Organismus hat eleganten Überlebensmechanismus entwickelt. Dezentralisiertes Nervensystem. Bei Tod werden Überreste zu zwei geringeren Kreaturen. Neues Design für die Nidus-Würmer anscheinend.
oder schon länger. Ich hatte mir ja schon mal welche gesehen. Ich will, dass die Essenz der Mythos-Karabin assimiliert wird, bevor die Protoss von unserer Anwesenheit erfahren. Ja, was mir das mit meistgesagte Wort in der Kampagne jetzt oder in StarCraft World of Swarm Essenz. Das wird später noch viel, viel schlimmer. Manchmal ist echt zum Kotzen. Oh oh. Brauche zusätzliche Essenz. Alpha Mythos Carabeus nahe. Gut, okay, ich bin jetzt auch noch. Ach, Alter, wie oft der sich spalten kann. Hammer. Sehr schön. So, damit abgeschlossen. Verwebesequenz im Berstlingstrang. Angepasste Berstlinge kampfbereit. Exzellent. Stellen wir dem Protoss doch mal unsere neuen Freunde vor. So, dann werden wir den Protoss mal einheizen und schauen, wo wir hier alles zerstören müssen. Sieht so aus, als wären hier die ersten Feinde. Gattung Splitterling. Teilt sich bei Explosionen in zwei kleinere Einheiten. Ja, all die Dinger sind echt cool. Aber ich werde sie wahrscheinlich nicht nehmen, da die anderen beiden deutlich besser sind. Warte mal. Die Splitterlinge. Ah, okay. Die haben keine begrenzte Lebenszeit. Es sind unendlich viele. So, also wie gesagt, echt cool gemacht, die Splitterlinge. Ich würde bloß mal wissen, was die an Schaden machen. Die machen Schaden 5 gegen Gebäude 10. Ah, okay, die machen deutlich mehr Schaden. Großen. Weitere Berstlinge. Ja, also mit den Paaren werde ich hier wahrscheinlich nicht weit kommen. Aber, oh, das sind ja einige. Die sollten dann durchaus reichen. Was haben wir denn hier? Gebäudeangriff aktivieren. Ach so. Verteidig die Schreine. So, nee. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir räumen auf. Das sind dann auch für einen Koloss etwas zu viele Berstlinge. So. Die Protoss sind vernichtet. Bereite dein nächstes Experiment vor, Abatur. Jo, das nächste Experiment und das letzte vor dem neuen Planeten. Skoria. Vulkanische Ressourcen. Feindliches Terrain. Tausende Berstlinge. Der Lava ausgesetzt. Extreme Bedingungen beeinflussen Entwicklung. Im Laufe vieler Zyklen tritt Anpassung ein. Stellt sich die Frage, wie will überhaupt ein Zergling so einen Zyklus überleben? Kann Klippen hinaufspringen, um Lava zu vermeiden. Sehr nützlich. Angepasste Exemplare auf Oberfläche verstreut. Muss einsammeln. Na gut, aber wie gesagt, es bleibt immer noch ein Rätsel, wie die Eizyklus überleben wollen. Also mehrere Zyklen, naja. Überleben könnte schwer werden. Müssen eingesammelt werden. Okay, Lava, hier bekommen wir immer neue Zerklinge. Soll ich vor die Dummheit machen? Explodierende Berstling detoniert, wo er sich gerade befindet und fügt dabei nahen Einheiten Gebüsch. Okay. Lava-Anstieg in regelmäßigen Intervallen. Anhöhe nutzen. Ja, es wäre nur schön, wenn diese scheiß Lava dann nicht mal verpissen würde. Danke. Hier draußen bewegt sich was. Ich schau mir das mal an. Was geht hier vor? Tja. Es geht dein Tod. Geht anscheinend vor. Wie gesagt, die Liga auch auf diesem Planeten verstreut. Wenn auch nicht wirklich viel, aber sie ist hier. Diese Dinger können springen? Bringt den Herkules zurück zur Basis, sofort! Die Zerg greifen an! Nö, sehe ich gar nicht ein. Und tschüss, meine Freunde. Ich hoffe, dass man hier nicht einen töten müsste. Ich düse jetzt hier nochmal schnell hoch. Das ist nicht fair! Ach, geil! Ey, das ist echt cool. Moment. So, jetzt ist eine neue Lava-Eruption. Außenposten der Liga. Extrahiert Mineralien. Ich sehe sie.
Testen wir doch mal diese neuen Berstlinge. Ja, anscheinend sollen wir hier nicht in die Vordertür rennen, sondern in die Hintertür. Berstlinge chancenlos. Die Basis ist von Klippen umgeben. Unsere Berstlinge können sie jedoch überwinden und von hinten angreifen. Jo, also von hinten angreifen macht ja deutlich mehr Sinn. Haha, von hinten witzig. Und ja. Wir müssen hier über die Klippen springen. Zum Glück können diese Pfeifen in die Lava springen, aber es ist schon nicht schlecht, was diese machen. Hier gerade. Ich mache erstmal einen Gebäudeangriff aus. Weil dadurch können wir erstmal ganz gechillt die WBFs weg. Wo kommen die her? So. Was? Alle tot. So, die Basis ist auch gleich kaputt, oder? Ach, okay. Wir kriegen hier noch neue Berstlinge. Weil wir die jetzt gerade überall anders zerstört haben. Und nicht dort, wo wir sie eigentlich zerstören sollten, nämlich auf die Kommandozentrale. Lavaflut vorüber. Tieferes Gelände passierbar. Okay, also meine FPS-Anzeige macht hier jetzt gerade auch irgendwie ein bisschen dumm. Nicht nett, würde ich sagen. Aber ab und zu geht's, mal geht's nicht. Ich weiß gar nicht, an was das liegt, weil das sind ja hier nicht wirklich allzu viele Einheiten. Ach, naja. Gebäudeangriff aktivieren und Radius. Ach, also ich habe selbst zerstört. Kommandozentrale der Liga zerstört. Experiment erfolgreich. Okay, töten wir den Rest noch, soweit wie wir können. Sequenzen bereit. Wir nehmen und die Hindernissachen. Also die springen können und ja, der Jäger Link ist geboren. Jetzt geht's zurück auf den Levertian. Gucken, ob jetzt der Loadscreen wenigstens sich mal ein bisschen aus dem Arsch kommt, weil ich jetzt keinen Bock habe, die Aufnahme schon wieder abzubrechen nach der Mission. Ja, es geht aber ziemlich fix. Und ja, gehen wir zurück. Kerrigan hatten wir erst vorhin abgegradet, also reisen wir eine Runde. Ach, eine Videosequenz. Das ist übrigens Zeratul, der da kommt. Nur so als Info. Zeratul. Eine
aufschlussreiche Videosequenz. Cerus ist dann auch eins unserer Reiseziele, wobei wir uns jetzt erstmal um Kaldir kümmern werden. Da auf Cerus was passiert, was ich jetzt nicht unbedingt über die ganze Kampagne schleifen möchte, also ab nach Kaldir. Nafash, eine Brutmutter, hat einen Teil des Schwarms auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt, wo sie eine Expedition der Protoss bekämpft. Nafashs Brut enthielt viele weit entwickelte Kreaturen. Um den Schwarm wieder zu vereinen, benötigst du diese Anpassungen. Ja, also ganz klar, ab nach Kaldir erstmal. Danach kommt Cerus, aber... Hier gibt es jetzt auch einige Missionen. Ja, plus meine Freunde, die Loadscreens.